kann ich natürlich gar nichts von der Steuerung her. Ich habe keinen Xbox-Controller, aber... Startangriff springen. Wie sehe ich an? Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fähigkeiten gestalten... die das Ausführen von Spezialfähigkeiten für die Adrenalinpunkte erforderlich sind. Diese werden beim Einsatz verbraucht. Außerhalb des Kampfes verringern sich deine Adrenalinpunkte allmählich. Na klar. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Du kannst Vitalität regenerieren, indem du isst oder trinkst oder mindestens eine Stunde lang meditierst. Essen und trinken kannst du auf den Plätzen für das Konsumgüter ablegen und während des Kampfes rasch darauf zugreifen können. Drücke oben und unten, um sie zu verzehren und wieder zu regenerieren. Es befinden sich Lebensmittel auf dem oberen Platz für Konsumgüter. Drücke, um sie zu essen. Okay. Aufnehmen. Ach, kann man die auch looten? Muss ich jeden einzeln looten? Nicht so wie in WoW. Oh, sorry, Pferd. Ey! Sorry. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Hexer sind meistens unterwegs und erledigen Aufträge. Sie ziehen durch Täler und hohe Berggipfel und zum Glück kann L3 plötzlich... Okay. Oh je. Oh je. Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Oh je, wieso habe ich mein... Weil sie Leichen fressen und damit... Warum habe ich mein Schwert in der Hand? Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Komm schon! Der Krieg. Drücke in einer Bewegung zweimal X und halte es gedrückt. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovid's Reich, meinst du? Temerien und Adam gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Oh! Oh, danke, Kungi! Gehen wir? Okay, Steuerung ist noch etwas schwer, aber das werden wir in Dauer hinbekommen, denke ich. Hilfe! Oh je, was bist du denn? Stranger Things. Ein... Wie heißt denn der? Oh! Oh je. Aber oh, das kann auch noch fliegen, das Ding. Oh, ui. Oh.
Oha, nimmt einfach das Pferd mit. Okay. See you later, I guess. Ist er weg? Ja. Komm raus. Oh ja, der Topfschnitt. Wer kennt ihn nicht? Sexy! Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Schuldest uns nichts, ein paar Kronen wären nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, ich brauche Geld, aber ich will... Hallo? Das war ist selbstverständlich. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Ja, genau. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur? Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau. Was schert dich das? Ja, eine Frau. Mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein. Aber echt? Ach so, ja. Hier in Weißgarten gibt es eine Herberge. Die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt. Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht schön kühl. Direkt aus dem Keller. Prost. Gehen wir. Wieso? Das wollte ich nachschauen. Sieht es nur so aus oder ist das Wasser grün? Na nee, okay, das spiegelt. Achso, mein Pferd ist auf einmal wieder da. Okay. Los, lauf! Also, ein Greif so nah am Dorf. Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Diese ganzen grünen Blätter kann ich wahrscheinlich aufsammeln, oder? Und auch noch bei der Hauptstraße. Oh nein! Ach, jetzt habe ich das weggedrückt. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden. Mach langsam. Brrr. Erstmal ein Bier aufs Haus. Ey! Was soll das? Hallo? Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Okay. Nein, lass das doch da hängen. Lass dir doch von denen nichts sagen. Mein Gott. Was? Hexe? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Boah, ich würde den so aufs Maul hauen. Direkt eine Backpfeife verpassen. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Es gibt eine Serie zu Witcher? Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Bram angegriffen. Bram? Wie geht es ihm? Er lebt. Lass dich grüßen. Genau, so nicht anders. Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen?
Alles, ganze Karte. Solche Optionen, die mit Goldbeutel markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Wir suchen... Voicecrack, wir suchen nach einer Frau. Zeig mir, was du zu bieten hast. Ganz schön was los hier. Kümmert sich noch jemand um den Greif. Will ich was? Ich weiß es nicht. Wir suchen nach einer Frau. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare. Veilchenblaue Augen. Schwarz-weiß gekleidet. Oh, da ist eine Katze! Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl noch erinnern. Gerochen. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Dialoge, Gespräch beenden. Durch Dialogoption mit Zeichen hier wird das Gespräch beendet. Ja, hier, holen wir nochmal was. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Oh je, das... Oha, das klingt ja voll frech. Ach, oh je. Drücke, um das Handelsfenster zu schließen. Ich dachte, ich krieg's umsonst. Hallo? Ich kenne mich hier absolut nicht aus. Okay, ich glaube, ich gehe hier wieder raus. Bye. Danke für alles. Hallo, Michi! Meister Hexer! Wärt ihr gewillt, den Greif zu töten? Das Biest ist eine Landplage. Zuerst hat er nur Vieh gerissen, aber jetzt bevorzugt er Menschen. Wir trauen uns kaum noch raus. Wenn uns jemand bezahlt, sagen wir nicht nein. Wow. Ja. Das ist gemein. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frag ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran. Besser keine Aufmerksamkeit erregen. Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch. Solange sie nicht die Erde verbrennen. Oh, Drommel. Reisende nach. Du bist immer. Ich suche jemanden. Okay. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Was sind die alle so frech zu Magiern, Mann? Oder Hexern, whatever. Bei der Option, die mit Dreieck markiert sind, mit Assassin's Creed-Zeichen, setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst und ihnen den Willen aufzwingt. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen können, investiere die Fähigkeit Täuschung im Charakterfenster. Oh je, das ist ja sehr kompliziert alles. Ich dachte, das ist einfach nur ein Singleplayer-Game. Ich versuch's mal normal. Ich will nur reden. Bist du Taubstreuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. Dem Scheißkerl hast du es aber gezeigt, Mieszko. Beantworte meine Frage jetzt. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Schlangenblick. Erstmal ein Bier trinken. Kann ich ein Bier trinken? Hey, kannst du mir ein Bier geben? Brauchst du sonst noch was? Ein Bierchen. Was verkaufst du? Behandeln die dich gut? Leb wohl. Bye. Leb wohl. Nur hat jede Farbe ihre eigenen Bildkarten. Oh je. Außerdem gibt es Spezialkarten.
Willst du nicht lieber Krieg spielen? Bist du das Spiel in... Achso, das war die Katze. Ich dachte, die Frau hat mich angeschrien. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges... Lass mich erstmal das Game kennenlernen, Leute. Reiterin des Krieges, wer soll das sein? Was machst du hier? Ist der Krieg schon nach Novigrad gekommen? So viele Fragen, zu wenig Antworten. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Hi, Dream. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Was der hier macht, interessiert mich. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, das zu lernen. Sehe ich genauso. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Oh, muss ich das jetzt spielen? Oh Mann. Na gut. Wunderbar. Also, es funktioniert so. Gwind ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Boah, ich hasse Kartenspiele. Oh je, Mine. Zuerst ziehst du 10 Karten. Das sind die Spiele in deiner Hand. Du ziehst danach keine Karten mehr, setzt die 10 also klug ein. Stärke der Einheitskarte. Diese ist eine Einheitskarte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt und sie ausgespielt hat. Das ist auf dem Kampfende der Einheit. Das Symbol zeigt die Schlachtfeldreihe an, in der die Karte gespielt werden kann. Nahkampf, Verkampf, Belagerung. Manche Einheiten haben Spezialfähigkeiten. Die Spezialfähigkeit ist... Belagerungsexperten heißen Moralschub und gewährt allen Einheiten in der gleichen Reihe plus 1 Stärke. Oh je, Jungs! Wetterkarten, ganze Sonderkarten. Sie reduzieren alle Stärke aller Karten bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld, auch die deiner eigenen Karten. Das kann ich mir absolut nicht merken. Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu 2 Karten abwerfen und neu ziehen. Überspringen wir diesen Punkt zuerst und kommen direkt zum Spiel. Hier siehst du das Schlachtfeld, dies ist deine Stärke, Seite, das ist deines Gegners. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld verzieren oder passen. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Diese Anführer beginnt die Spezialfähigkeit, mit der Großschlacht nur einmal eingesetzt werden kann, indem du Viereck drückst. Drücke X, um deine Karte aus der Hand auszuwählen, drücke noch einmal X, um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren. Ja, mit was fange ich an? Anführerkarte einsetzen. Ich hau einfach mal die alte rein. Die Zahl links bei deinem Symbol zeigt die aktuelle Gesamtstärke deiner Einheit. Die Zahl rechts zeigt die aktuelle Gesamtstärke der betreffenden Reihe. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn eine Karte gespielt wird. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtkarte. Wenn du am Zug bist, kannst du passen, indem du...
Wenn du passt, kannst du in dieser Runde keine Karten mehr ausspielen. Dein Gegner kann weiteren Karten ausspielen, bis er ebenfalls passt. Du sollst passen, wenn du zuversichtlich bist, mit den bereits ausgespielten Karten gewinnen. Oh mein Gott. Ja, dann setze ich doch einfach nur die hohen Karten. Was bringen wir denn dann die Einser-Karten? Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben. Dann wird die jeweilige Gesamtstärke der Einheit damit der Runde bestimmt. Alle Karten auf dem Schlachtfeld werden abgeräumt und die Gesamtschüte wird nur zurückgesetzt. Keine Ahnung, was ich hier mache. Der will aber auch eins mehr haben als ich, oder? Das. Und jetzt? Ich verstehe das Spiel nicht. Super, ich habe wegen euch verloren. Good job. Ah, lol. Wieso habe ich das jetzt? Ach, keine Ahnung. Hä? Ich setz jetzt einfach. Das ist schlechtes. Um Gottes Willen. Es ist keine Schande zu passen, den Gegnern. Manchmal ist es auch besser, die Karten für später aufzubewahren. Jeder Kartensatz hat außer dem eigenen Helden. Helden sind hochwertige Karten, die gegen Effekte von Sonderkarten immun sind und Schlachtfeld. Sammel mehr mächtige Karten, in denen du die beste Quest aufziehst oder deine Hände erwähnt. Oh je, Mine. Du hast ein Händchen für dieses Spiel. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Oh je, Mine. Also... Ich dachte so, das ist, ich hab's ja noch nie nur bei Gronkh einmal reingeschaut. Ich dachte legit, das ist einfach nur so Quests erledigen. Mein Gehirn, es raucht schon hier so. Was ist jetzt passiert? Aktualisieren von Quests. Wenn einer deiner Quests aktualisiert wird, erscheint links auf dem Bildschirm eine entsprechende Mitteilung. Wenn du die aktualisierte Quest derzeit nicht verfolgst, drücke R3, um sie zu verfolgen. Ich bin auf dem Tisch.
Ich suche eine Frau. Wie jeder? Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Gut, ich trinke. Was bin ich in der Stimmung? Kommen wir zur Sache. Es wird meine Stimmung heben, sie zu finden. Du siehst mitgenommen aus. Nur ein paar Tropfen werden deine Laune heben. Ein Hallo. Schnaps hat noch keinem geschadet. Können wir zur Sache kommen? Genau. Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Bye-bye. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Wo ist Jennifer? Weißt du, wer ich bin und wer bist du? Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Boah, Liebe? Der nervt mich. Das geht nicht, sich's an. Natürlich geht es um die Liebe, das geht dich nichts an. Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Vagabund? Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können... Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davongeprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Die sind alle so frech. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Was ist das für eine Kiste? Lager, du kannst Waffen, Rüstungen, Gerümpel, Sicherheitsanlage, wo sie nicht gestohlen werden oder sonst irgendwie verschwinden können. Du kannst an verschiedenen Orten auf der Welt dein Lager zugreifen. Gegenstände, die du dort in Lager legst, werden auch an anderen Orten verfügbar. Okay. I'm leaving. Oh ja, bitte lass mich die jetzt... Boah, bitte darf ich die jetzt prügeln? Dann verpiss dich! Oha, jetzt geht's Wir los. Und die Katze. Hier nicht. Oh je, die ahnt Böses. 3-1, Holla. Ich hab gelesen, seid ihr Opfer, seid ihr tapfer. Ich bleib nicht lang. Lass das. Ich hau die. Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. 3 von euch haben keine Chance gegen mich. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Chet, Lash, zurück! Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Dein Arsch gehört mir! Götter! Ich hau euch alle! Ah! Ah, mein Pferd kickt den! Das war ja viel zu leicht. Sind jetzt tot? Habe ich die getötet? Spiel wird automatisch gespeichert, wenn du meinst, jedes Mal vorstellst, manuell speichern. Suchst du Ärger? Achso, ich nehme lieber mein Pferd, oder? Ich weiß nicht, wann ich zu Fuß laufen muss und wann ich mit meinem Pferd nehmen muss. Langsamer. Oh je, oh je, oh je. Oh, 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 oh. Er hat gezappelt und geschrien.
Großmutter war aus Nazair. Ach, so ist das. Daneben Meister Derwan. Möge dich die goldene Sonne weiter. Okay, ich muss eindeutig mein Pferd nehmen. Sehe ich irgendwo die Kilometeranzahl? Ach, 400. Ah, okay. Jetzt verstehe ich's. Oh, fuck, ich bin falsch. Oh. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Langsamer. I'm leaving. Okay. Wieso kommt denn der andere nicht? Laufe ich alleine oder was? Weil mein anderer chillt in der... Diese Steuerung ist schwerer als jedes Spiel, das ich je gespielt habe. Alter, das ist eine Kiste. Wieso? Schaffe ich die Gegner? Wie hoch sind die? Wo sehe ich das? Die sind Level 5. Was bin ich für ein Level? Schaffe ich die? Ja, wie kann ich mein Schwert denn rausholen? Hallo? Oh ja, ich will mitmachen, Liegestütze. Oh, beweg dich. Wie komme ich da mit meinem Pferd nach? Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hey! Stehst mir im Weg, Pferd. Hallo, ich muss hier rein. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Siehst du, du kannst hilfreich sein, hab die Arbeit für mich. Erstmal nach ich Arbeit schätze, fahren. Euer Hauptmann hat Arbeit für mich? Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm! Oha, was denkt ihr, wer ihr seid? Na, schauen wir mal. Ich finde die Steuerung komisch. Gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen?
Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Kein Ding. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Ich kann es nicht leugnen. Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wadger. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Militärgeheimnis? Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Abgemacht. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Ja, Marek, würde ich sagen. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Oh nein, jetzt sagt es schon der Zweite. Auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Nee, du danke. Klingst, als wäre das nicht einfach. Mach Mikasa-Cosplay. Ich brauche ein bestimmtes Kraut. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Warum interessiert Willst das Geschlecht? Du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Ich brauche ein bestimmtes Kraut. Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut, Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Alles klasse. See ya later. Tumira und Mislav. Danke. Esso und Jagde. Dann... Wenn du deine aktuelle Quest aus seinem Ziel besteht, kannst du R3 drücken, um ein anderes Ziel zu verfolgen. Was ist näher? Die. Also können die verschiedenen Gegenstände anfertigen. Gegen ein Obolus, versteht sich. Waffenschmiede, schmieden Waffen, Rüstung, stell eine Rüstung her, wenn du ein Handwerkschimmer findest, bringst du einem Handwerk der richtige Sortenfähigkeit, Schüler mit den Gegenständen anfertigen. Alles klar.